Alter, was geht ab, Leute, Junge? Wir gehen heute chinesische Ramen essen. Heißt eigentlich nicht so, aber das Ramen-Video kam sehr gut an. Vor allem auf Instagram ist es in den Algo gekommen, also der Automat hat gespuckt. Ich habe Leiter gedrückt und Bücher und Algese gekommen und es hat immer weitergegeben. Zwei Restaurants wurden mir immer empfohlen, hey, was ist mit dem, wieso hast du das nicht abgecheckt und so. Max Beef Noodles, kann man nicht mehr sagen, ist ein Insider-Tipp, Geheimtipp, weil mittlerweile ist der schon ziemlich gehypt. Randy G war auch schon mal hier. Das ist geil, Bro. Schock des Lebens. Ich dachte Urlaub. Ich sehe so keine Schlange und so. Es blendet viel Sonne. Normalerweise ist das nicht da, das Golo. Und da kann man da reinschauen, wie die Nudeln zubereiten. Deswegen ist dieser Spot auch so gehypt, sehr Instagrammable. Wenn ich auf meinen Kollegen warte, hat mich gerade ein alter Zuschauer angesprochen. Betonung liegt auf alt, weil früher hat er die Videos geschaut, jetzt nicht mehr leider. Ja. Hast du schon mal geschaut? Ja, online. Ja, so läuft das hier ab, Leute. Sehr chinesisch. So, mit dem Namensgeber Max Beef Noodles, Leute. Ja, perfekt. Alles gut. Da ist halt immer das Fenster offen und dann siehst du, wie die Nudeln machen. Das ist sehr bekannt eigentlich. Die Schlange. Normalerweise schon, aber ich frage mich, wieso heute nicht. 100% ist ein Türke. Okay, Lukas Abi hat es geschafft. Er denkt, dass Lukas ein Türke ist. Das ist so. Ja. Vorspeisen heute. Das ist auch die Gebiete. Mit Vorspeisen kann man immer schon ahnen, wie gut der Laden wird eigentlich für sich. Schön knusprig. Chicken. Erstmal pur. Oh. Interessant, mit Schrimp oder? Schrimp, ja. Auch nicht sehr üblich. Was sagt der erste Eindruck? Von der Nudelsuppe mit Ramen. Ich sag sehr gut. Nicht so fancy Schnickschnack. Weißt du, warum ich den Laden hier jetzt gerade teste? Warum? Dieses Ramen, ich teste alle Ramen. Der Video ist auf Instagram, bist du viral gegangen. Ja. Und voll viele haben geschrieben, ja, was mit Max Beef Noodles, wieso waren die nicht im Ranking und so? Ja. Glücklich. So, ja, Digga, das ist chinesisch. Das ist chinesisch, Nudelsuppe, deswegen warst du halt nicht dabei. Der Kollege kennt sich aus, er war bei Platz 2 mit dabei. Sehr minimalistisch. Brühe, Nudeln, Fleisch. Green Check. Ist gut, ja. Aber direkt, wenn man das schmeckt. Hast du was hat mir dein Mund? Was schmeckt das nochmal? Ja? So Anis oder Sternanis? Ja. Das ist Sternanis. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, direkt, wenn man schmeckt, du schmeckst doch direkt den Unterschied zwischen dem und Ramen. Also, ja, schmeckst du das gehört gar nicht zu Ramen rein, wenn man das kennt. Und die Ramen kochst du wohl die ganze Nacht so. Ja, das Stunden, 10 Stunden. Allein die Brühe, die Konsistenz der Brühe ist ja ganz anders. Ja, ganz anders. Sehr interessantes Fleisch. Nudeln schon probiert? Ich perfekt, noch von der Konsistenz perfekt. Der Kollege sagt perfekt zu den Nudeln. Ja. Jetzt kommt der Kampf, Leute. Schweiß läuft, Nase läuft. Schwitze, mein Gott. Aber es ist lecker. Ja.
Der war mitten im Weg von meinem Ventilator, Mann. Komm runter, das ist eine Schürze. Ja, Fazit. Von 10 oder von was? Ja, von 10. Suppe 7 von 10. Okay, kann ich verstehen, ja. Frühlingsrollen 6 von 10. Okay. Gyoza 7 von 10. Okay. Petite Hähnchen 8 von 10. Okay. Schwierig zu beurteilen, weil du brauchst ja ein ähnliches Restaurant, ne? Aber geschmacklich war es top. Warte, was gut war in der Suppe wirklich? Ja, natürlich. Waren ja. Die Nudeln. Nudeln, ja? Ja, die waren richtig gut mit Biss und viel. Das war wirklich gut Sache. Ich mag das nicht, wenn so wenig Beilage drin ist. Das fand ich echt gut. Aber sehr minimalistisch. Also ich fand die Frühlingsrollen extrem gut. Ich hatte schon viele. Das waren eine der besten. Also ich mag Ramen-Brühe-Suppe mehr. Die hat mehr... Viel mehr Kick, viel mehr Geschmack, viel mehr... Den hier, die war sehr leicht. Schaut euch den. Er vergleicht den Döner, Sendling Spezial, den wir beide hassen, der ist overhyped, mit irgendeinem guten Kürzen, den Lukas in Berlin getestet hat. Aber Berlin an sich sind die Döner einfach klasse. Mir geht es ja darum, dass du wenigstens Salat drauf hast, bei dem kein Salat drauf, sondern nur Rucola. Rucola ist richtig schlecht auf jeden Fall. 43, weil die nehmen hier kein Trinkgeld. Nehmen wirklich nicht, oder was? Also das letzte Mal, wo ich hier gehen wollte, haben die gesagt, nein, dürfen wir nicht nehmen. Ja, machen wir hier so nicht. So, ich glaube, wir haben mehr über Döner geredet als über diese Nudelsuppe. Nochmal, Fazit von der Nudelsuppe, weil es hier ein bisschen angenehmer ist. 8 von 10, okay. Ich gebe 8,5 von 10. War sehr gut, ja. Digga, wir wurden direkt in die Falle gelockt, Leute. Kauf 1, krieg als gratis. Yo, eine Nachricht von YouTube-Superstar und unserem Kollegen Min Lee. Das ist so krass, man unterschätzt voll, die Brühe hat schon richtig kranken Geschmack, also richtig intensiv. Der fand den Laden nicht so gut und ja, ich kann ihn verstehen, die Brühe ist schwach, wenn man es mit Ramen, wenn man es mit Pho vergleicht. Es ist halt so eine leichte, ich würde es nicht mal Brühe nennen, weil Brühe ist schon stärker, Suppe. Deswegen haben mein Kollege und ich dem auch eine 7 gegeben für die Suppe. Aber trotzdem solider Laden, klar, wenn man jetzt die ganzen Kommentare und die ganzen Münchner fragt oder auf die hört, dann denkt man sich auch so ein bisschen, ja, overhyped ein bisschen. Laden ist okay, gut, aber dieses, boah, muss man abgecheckt haben, krasser Laden, krassester Laden. Naja, fühle ich auch nicht so. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi und Crypto. Crypto Cash will gehen und jeden Tag tracken, serious business und ciao.